Es ist Mittwoch, 19 Uhr. Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch in Rivington statt in Baldur's Gate, also der Vorstadt. Und wir haben gerade eine federlose Flügelbestie gefunden und können auch noch kurz dem General der Tauben berichten, dass wir dafür gesorgt haben, dass das Biest nicht weiter unterwegs ist. Leave me be, Groundwalker. I've reports to prepare. Gibt's weitere Informationen? You'll want to watch out for the enemy's observation. It used to make a bloody awful racket, but it's fallen silent. Oh, jetzt ist alles still. Unser Feind hat bestimmt das Gebiet erobert. Ja, ja, sicherlich. So, zurück zum Mordfall. Wir müssen noch rauskriegen, wo der Schlüssel passt, den wir gefunden haben. Und ich glaube, ich muss das tatsächlich rausfinden, weil das steht hier nirgendwo. Das Spiel möchte mir dabei nicht helfen. Na gut, dann rennen wir jetzt nochmal diesen Tempel hier durch und... Ach so. Ich bin bei Intelligenzrettung sogar schon im Vorteil. Wie doof, dass das vorher mit dem Wahnsinn Dings war. Wir haben jetzt, müssten jetzt endlich irgendwie Theorie... da haben wir es doch. Taschas Gelächter haben, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wenn ich das jemals... Hallo? So, das Spiel ruckelt wieder. Ich kann das nicht verschieben. Was ist das denn? Das geht nicht. Ich kann das nicht. Ah, jetzt. Das ist schon sehr komisch, wenn man so eine Art Multiplayer-Lag in einem Offline-Spiel hat, ne? Das ist ja nicht so, dass ich mit irgendjemandem hier synchronisieren müsste. Ja, wir haben einen tollen Schlüssel immer noch. Tja, wo könnte der passen? Mit Blumen bedeckt. Wenn dann draußen... Oh ne, hier, hier geht's raus. Wenn dann hier irgendwo auf dem Friedhof, oder? Im Zweifel? Vor allem jetzt war ich gerade wieder unten. Ich hätte die Leichen mitnehmen sollen, ich Idiot. Ich meine, das Tor hier sieht sehr blumig aus, oder? So ein bisschen. Okay, die Krypta hier ist es nicht. Da liegen übrigens Kekse. Warum liegen Kekse auf diesem Grab? Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Er wird vermisst werden. Ich könnte übrigens einfach über den... dieser Eisenzaun? Nope. Lucretia Nachtbringer. Ah ja. Grausame Ernte. Ah ja. Konzentrierte Norm und die Chromantik hättest du bereits gegen die im Vorteil. Nachteil. Oh. Schön. Boris? Ah. Weitere Leichen. Ja gut, dann gehen wir mal offiziell in den Zoo. Ganz schön viele Leute hier, ne? Wir haben eigentlich keinerlei Ansatz dafür, dass der Zoo irgendwas mit unserem Morden zu tun hat, ne? Ich habe auch keinerlei Ansatz, dass ich diesen scheiß Schlüssel jetzt machen kann, den ich jetzt gefunden habe. Von ihm, wenn die Tasche mir viel zu voll ist. Achso, wir könnten natürlich versuchen. Gibt es hier irgendeine abgeschlossene Schlaftruhe? Ich wollte echt die Schlüssel mal angucken hier. Da irgendeiner von diesen Schlüsseln. Hier. Schlüssel mit Blutbeschutz, der trägt die Adresse Fragus Klitsche auf Würmbrücke. Okay, so vielleicht sollte ich einfach nach Würmbrücke gehen, anstatt hier dumm rumzusuchen, wo das Ding ist. Ich meine, da steht eine Adresse drauf. Wie praktisch. Aber das Ding ist an der Würmbrücke ist, dann muss ich mich, glaube ich, mit der Wache auseinandersetzen, ne? Aber ich habe eine Schriftrolle der Massenverkleidung gefunden. Ich frage mich, ob ich das nutzen sollte. Was ist das denn hier eigentlich? Dein Aussehen ist völlig verändert. Polymorph. Wie schön. Indigo? Chris? Reden wir erstmal mit der Journalistin. Vielleicht kann die uns keine ganzen irgendwelche Informationen zuführen. Wir müssen tatsächlich echt über die Brücke rüberlaufen, ne? Wir können das nicht irgendwie erschummeln. Ah, are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today. Fragt mich, ob ich in die Stadt möchte und berichte, was am Tor erlebt ist. Warum die Sicherheitsvorkehrung? Wo kann ich mit ihr handeln? Oh, sie hat Dietrich hierbei. Das war verdächtig. Warum die Sicherheitsvorkehrung? There was a skirmish a few days back. A band of absolutists came close to entering the city. People started panicking, so the gate got closed. Please. My editor at the Boulder's Mouth Gazette sent me down to get a first-hand account of the chaos. You must understand.
He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay. Whether or not that's the truth or not. Aha. Also vor ein paar Tagen gab es eine Panik und ihr Herausgeber möchte ein Loblied auf die Stahlwache haben. Ihr kritisiert die Stahlwache? Das für meine hört man selten. If you read the Baldur's Mouth Gazette, it's an opinion you'll never hear. Lord Gortash makes sure of that. My editor, Mr. Needle, was a brilliant journalist. But recently, well, now he's got friends in high places, he seems more interested in keeping them happy. Uh-huh. Seems like everything we write needs Gortash's approval. Can't recognize my own work by the time they're done editing. Aha, der gute Herr Nadel, der Herausgeber des Baldur's Gate Tagesblatt, hat anscheinend jetzt Freunde in hohen Situationen, in hohen Etagen und dieser kennt ihr eigenes Wort nicht wieder, was sie schreibt im Dings, weil das durch Gortschas Propaganda-Abteilung durch muss. So viele Leute in der Stadt haben keine Ahnung, was vor sich geht. Wo finde ich da einen Herausgeber? Wie kann ich mit ihm reden? Schreibt er schlecht? Nee, wo finde ich denn den Herausgeber? Das ist das Printhaus, though it's in the lower city, so you'll need to get past the gates first. Come to think of it. You remind me of someone he was writing a piece about. You, if you might want to speak to him about that. Set the record straight before the ink is dry, so to speak. Now, if you don't mind, I've got some edits to make. Sie redigiert ihre Texte, während sie hier drauf rumsteht. Ich erinnere sie an jemanden, den sie kennt von der Dingens. Okay, gut, dann versuchen wir das mal mit Massenverkleidung. Mal gucken, ob wir damit durchkommen. Aber wie heißt denn das, der Zauber richtig? Verhüllung? Wie viele Selbstverkleidungsrollen habe ich eigentlich? Ich habe nur eine einzige. Kann Gale das eigentlich schon? Ich meine, das andere ist halt ein Level 4 Spell, den würde ich halt eher ungern lernen. Da würde ich lieber die eine oder zwei Rollen haben, die ich habe, aber... Arcanes Schloss? Binden aller... an die Binden der Ebene. Auflösen. Ja. Level 6 Spell, leider. Das dauert noch, weil wir das können. Cooler und Verwundbarkeit. Hat das auch eine Stufe 6 Zauber? Ugh. Schockgriff? Ist Schockgriff nicht ein Cantrip? Warum kann Gale den noch nicht? Ich meine, das ist ein Ding, was er halt immer kann, ne? Ich meine, nicht, dass ich das irgendwann jemals wahrscheinlich brauchen werde, aber... Vielleicht gibt es ja doch nochmal einen Gegner, der dich dringend mit Strom machen will. Ah, guck mal, hier Äußerlichkeiten heißt der Zauberspruch, den ich suche. So, hier Selbstverkleidung 50. Das lernen wir auch nochmal. Für den Fall der Fälle, dass wir Gale irgendwie tarnen müssen. So, dann jetzt Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten. Wir haben nur eine einzige Rolle. Karlach hat sie bei. Gut, dann Quick Save und Zauber wirken. So, ich muss vier Ziele auswählen. Das. Wo kann ich meine Nee, das nicht. Starion und Schattenherz. So. Was ist das Starion diesmal geworden? Äußerlichkeiten anpassen. Das ist. Er war doch schon immer eigentlich ein Drown, ne? Das macht mir viel zu viel Spaß. Drown. Weiblicher Drown. Oh, das passt. Wir machen hier einmal den Genderbinder durch. So. Gale ist ja wohl eindeutig schon immer. The Duke. Ravengard, I think. I heard he's a good man. Let us talk to him. Please. Tiefling männlich? Nochmal Tiefling männlich? Wie das dann angeblich ein weiblicher Tiefling? So. Karlach ist offensichtlich ein großer, starker Halborg. Was sind denn die Halborgs hier? Oder ein Lizard? Drachenblütige, okay. Zack. Und Schattenherz. Oha. Schattenherz ist definitiv. Gnom? Nee, das glaubt mir keiner. Ein Halbelf, das wäre es auf jeden Fall. Da kommt ein Gedianki. Das kann man nur einmal machen, na gut. So, Judy, dann sind wir jetzt ja maximal getarnt. Dann können wir jetzt ja zum Tor laufen. Kepso, Selena. Panzer und Shalvina. So, mal sehen, wie gut wir damit durchkommen. Weil wir uns damit Freunde haben. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Also sie meint, auf Befehl von Lord Gortash sind keine weiteren Flüchtlinge in der Stadt mehr erlaubt. Wer hätte es gedacht? Ja, ich habe wichtige Dinge in der Stadt zu erledigen. Ganz recht. Oh, sie hat ein schönes flammendes Hausschild und ein Hammer.
Ich habe wichtige Dinge in der Stadt zu erledigen. Well, do you have the means to support yourself? Oh ja, sie wollen sich, sie wollen Bestechungsgeld haben. Yep. Right. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Oh ja. Tyler von Tautrop Wuschelzen. Well met, citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct you feel connection. Resonance. Oh, verdammt. Ben Hüllen, was ist das für ein Ding? I am a steel watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Oh, das Ding hat irgendwie mit einem Salaf interagiert, was schon mal irgendwie unser Verkleidungszauber hier, glaube ich, in Zweifel macht. Ja, ist meine Stadt hier. Aha. Eyes open, body still. Aha. Warum? The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen, aren't you? Aha, aufrechte Bürger haben nichts zu fürchten, mit der Geheimdienstabteilung zu kommunizieren. Na gut, dann halten wir mal still. Bomb, bomb, bomb. Na, kommen wir mit unserem Zauber durch oder nicht? The Watcher's gaze, a presence awakens. Ach, verdammt! You are seen. You are known. Your party's prior transgressions are reflected in its stare. As witnessed by the cult's ever-alert scrying eyes. It has Was? Heard the howls of slaughtered goblins. It knows the cold walls of Moonrise Towers. And the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly. Or die. Hey, das Vieh hat gesagt, wir sollen so still mitkommen oder sterben. Zum Kampf abnehmen. Please comply now, citizen. Niemand ist einverstanden von meinen Leuten? I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Wer ist denn jetzt Drina? Villains, oh. Take heed. God damn it all. Recovery is imminent. Wir sollten laufen. Ja, okay, auf was auch immer das war. Wir sind drinne, würde ich sagen. Mit unserer lustigen Party. Irgendwie fand das niemand von meinem Team gut, dass wir das, Naja, wir sind drin auf jeden Fall. Also meine Party fand das nicht gut, das waren die Tiefengnome. Also sie haben das mit dem Terrorismus ernster genommen. Wortliste aktueller 10 Tag, Spezialauftrag. Warte mal, wir müssen jetzt hier erstmal. Ich löse mal diese. Also das mit der Verkleidung war eher so. Hat leider nichts gebracht, ne? Weil das Ding mich ja mit der Lava erkannt hat. Vor allem hat es davon erzählt von irgendwelchen Morden, die ich meine, bei den Dingens gehe ich ja noch mit. Bei den Goblins, die ich umgebracht habe. Aber im Turm der Absoluten gab es absolut gar keine Zeugen. Ich habe alle Augen geblendet, lange bevor was passiert ist. Faust Richter. Vogt der großen Wache. Oh, hört. Ja, so, warte mal. Ich suche aber eigentlich freies Klitscheschild. Ah ja, da habe ich dann Schlüssel für gefunden. Ich bin ja eigentlich wegen meinem Mordfall hier, nicht wahr? Das mit der Klitsche. Ach so, da gibt es wahrscheinlich das Zimmer, ne? That might be worth a look. Kläre den Mord auf eine Hand, ja. Regel für die Klitsche. Oh, Char meldet sich mal wieder. Abenteuer Drim und Abenteuer Rosara. Aha. Aha. Es macht Sinn, wer den dort frisst. Hakim, Embry, Layla. So viele Stimmen! Regeln für die Klitsche, dann lesen wir mal eben. Erstmal habe ich mich reingepümmelt, mal Unsichtbarkeit. Stimmt! Unsichtbarkeit hätten wir auch noch machen können! An alle Bewohner von Fragus Klitsche, bitte nehmt die folgende Regeln und die damit verbundene Kosten sorgfältig zur Kenntnis. Laken vor den Abreise ordentlich auf dem Bett falten, 2 Gold. Keine großen Gestank, kein Trinkgeld für den Hausmeister, er wird sehr gut bezahlt, 5 Gold. Kein Verzehr von mitgebrachten Speisen, keine Spuren in der Latrine, niemals.
Titschamite-Liste, die würde ich gerne mal lesen. Hier Schrift aufzeichnen zu Gästen bedeckt, Seiten voller Tinte, Fett und wissen die Götter was noch. Benria, Umstand bezahlt bis in einen 10-Tag, 4 und Goldmal, ein 10-Tag im Rückstand, Grischka, unsicher in 5 Tagen, Rosana, keine Sekunde länger als nötig, bezahlt bis in 2 Tage. Ja, aber nicht Drohl, den wir eigentlich suchen. Warte mal, der Zwerg in Rot, war? Der Zwerg in Rot! Sir, good, sir, give me 3 days and... Oh, I... Apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Er hat uns jemand verwechselt mit anscheinend irgendeinem Schutzgitterpresser. Ich suche einen Mörder, einen Zwerg, rot gekleidet, genau wie ihr. How dare you? Accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. Oh, er ist ein Halbling. Upsi. Was? Das war der ganze Dialog? Er rennt weg? Moment! Warum rennt er weg? It is you, most definitely not anyone else. Salutations and hello and whatnot. Aha. Ich bin gegangen ins Gewicht. Das hat jemand anders erwartet? The landlord, Sir Frego Antuna. A most generous soul, I assure you. Hm, okay, er hätte eigentlich mit den Vermieter gerechnet. Okay, gut. Quilena Arvis, die Klitschenköchin. Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Sie hat ganz schön viele Lebenspunkte. Warte mal, wir müssen mal kurz noch von draußen gucken. Ah, nee. Ach, das ist mein Feuerelementar. Also dieser verdammte Feuer. Ich dachte gerade, die hat 106 Lebenspunkte. Das wäre ein bisschen verdächtig gewesen. Ich habe tatsächlich ein wenig Hunger. Was hat sie da? Have a skeg at these. Schau dich um. Okay, sie hat Essen. Na gut, das schon noch. Sie hat 720 Gold bei, was nicht schlecht ist. Ja, dann reden wir noch mit den Abenteuern. Vielleicht haben wir Abenteuer Rosana und Abenteuer Drim. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Oh, sie meinte, nach Baldur's Tor zu kommen, bringt voll viel und hat Drim wahrscheinlich gesagt, aber es ist anscheinend nicht ganz so erfolgreich gelaufen hier. Bloody ages we spent hiking from Murren. And they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Ah, oh. Also, das ist noch. Also, wir kommen, müssen anscheinend noch eine Etage machen, um richtig in die Stadt reinzukommen. Sie haben wahrscheinlich anscheinend Ewigkeiten gebraucht, von Murren herzukommen, wo immer Murren ist. Und jetzt kommen sie nicht mal rein. Das sind doch Abenteurer, die müssen in die Stadt rein. Hier haben Abenteurer nichts mehr zu melden, kein Respekt. Darf jemand sein Papierkram verlieren? Warum denn nicht? The Bridge God had some shit about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Aha, irgendwas mit einer Krönung, das lassen die niemanden mehr rein. Ja, super. Naja, gut, das sind wir ja eigentlich nicht hier. Dalreia, Fala Petras. Quilanas Truhe, Drims Truhe, Rosanas Truhe, Benrichs Truhe. Schön, dass sie alle ihre persönlichen Truhen haben. Ephions Truhe? Warte mal. Ephion. Ich gucke gerade, ob es einer der Namen sind, die wir hier haben. Dashkens Truhe. Reisetruhe, Holztruhe. Okay, Fala Petras, wer seid ihr? Oh nein, das waren Vampire! Oh, hätten wir denen reden können. Das ist aber ein Zwerg, Arbeiter Benria. Now what do you reckon, lass? You trust these steel watcher thingamajigs? Also sie fragt mich, er fragt mich, was ich von den Stahlwächtern halte. You burnt your head recently. Didn't you spot him by the gate? Big metal bastards, even bigger swords. It's all right, well, we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Also er ist nicht begeistert von den Stahlwächtern und macht sich halt Sorgen, was passiert, wenn er die Dinger nicht mehr repariert, sondern... Oh, ein Bart. Noch kriegen sie Arbeit, um die Dinger zu reparieren, und er macht sich Sorgen, was passiert, wenn jemand... Tempers are rising. Meine Fresse, er soll sich beruhigen hier. Ich versuche immer noch rauszukriegen, wessen Truhe. Ist die noch höher? Nee, das ist ein Nebengebäude. Es geht aber noch höher. Ja, letzte Warnung. Ich wollte eigentlich nicht so früh damit anfangen, hier Leute zum Mörder hoboen. Das ist schon schön gemacht hier mit den einzelnen Orten, ne? Eine Reisetruhe? Kleiderschrank. Ah, kick an. That key from the shapeshifter did the trick. Ja, in der Tat. Oh, Tempelpläne.
Shapeshifter's location and Father Logan's name on top. The killer must have been here. Der Mörder war wohl hier. Zahlreiche tiefrote und bräunliche Spritzer ziehen dieses Stück Pergament. Wer sich dem Tribunal des Mordgottes stellt und den Tempel des Baal betreten will, muss die Ziele auf dieser Liste töten und die Morde dem Kulten Absoluten anhängen. Bringt die Hand der Opfer als Beweis für ihren Tod mit. Schreitet im Blut, Aspirant. Herzogin Berlin, Stayman. Taverne, Elfengesang, Untergestand. Getötet. Vater Logan, Tempel der offenen Hand, Rivington. Getötet. Schnibbels der Nahe, Zirkus der letzten Tage, Rivington. Getötet. Alexander Regenwald, Bewohner Nähe des Kontos, Unterstadt. Getötet. Frank Birnbaum, Bewohner in der Nähe von Felgürs Feuerwerk, Unterstadt. Getötet. Cora Hochbier, Großes Wunders unter der Gazette Waldus, Ohr, Unterstadt. Figaro Fagalet, Mode Fagalet, Unterstadt. Koch Ruva, Köche des Taverner Elfengesang, Unterstadt. Nesha Lesha, Errötete Nixe, Unterstadt. Vari Wantapur, Villa Wantapur, Oberstadt. Frederik Hune, Haus Hune, Oberstadt. Oh, ein paar Adlige bei. Ja, ein paar gute Namen, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ein Schaf, das mit kreativem Eifer abgeschlachtet wurde? Bitte? Moment. Ich habe gerade was gefunden? Ein Schaf, das mit kreativem Eifer abgeschlachtet wurde. Kann ich das lesen? Trotz der detaillierten Beschreibung von Muskeln und Knochen ist dies offensichtlich kein medizinisches Dokument. Die Sprache ist praxisorientiert, aber grob. Der Text beschreibt, wie man die besten Fleischstücke herausschneiden kann, welche Stücke als Gnollköder gelten und wie man mit verschiedenen Flecken und Gerüchen umgehen kann. Als du genau hinsiehst, bemerkst du verschiedene hingekritzelte Anmerkungen, wie man diesen Techniken auf eher menschlich geformte Körper anwenden könnte. Nett. Blutbefleckte Nachricht. Zwei Hände jetzt. Zwei Hände. Zwei. Mehr sind nicht nötig. Nicht genug. Muss mich mit Ruhm bedecken, um mit Blut bedeckt zu sein. Mehr! Blut? Du merkst deine Blut an? Nachforschung? Vor allen Dingen ist da eine Kette, ne? Oh, das sieht ganz... You notice the blood's source. A body. Hidden under the bed. Eine Leiche unter dem Bett. Gute Bienen auch. Fionn Goldmal, ach ja. Fionn Schlüssel, ein Blumenfeld. Okay, wunderschön. Ja, und vor allen Dingen Fionns Ruhe nach oben, ne? Also ja, schön, dass mein Team mittlerweile sich da versammelt. Also, wie ist er gestorben? Ach, der Sohn. It's to be expected. Some families just don't get along. Das war zu erwarten. Ja, das sind ganz schön viele Fragen, die ich hier schauen kann. Wie sieht er aus? Dwarf, like me, dresses in red. Ah ja, das hilft uns schon mal weiter, okay. Na gut, warum, wissen wir? Was habt ihr getan, als ihr starbt? Seeking. Antworten suchen, das hilft mir leider nicht weiter. Wer ist das? Ah ja. Welche Antworten hat sie gesucht? My boy had a secret. Evil secret. The spell's power wanes. Ihr Sohn hat ein böses Geheimnis. Das ist natürlich hochinteressant. Und, also ich dachte, Dolor wäre auch ein Gestaltwunder, aber anscheinend ist Dolor keiner und die Gestaltwunder sind zwar Anhänger von Baal, aber... Aha. Ach so, die Anhänger von Baal laufen dem Mörder wahrscheinlich hinterher und beobachten das Ganze, oder? Oh, Potion Gift. Ja, Gift. Ja, dann wäre es wahrscheinlich relativ easy, das ihn zu finden, indem wir hier einfach abwarten. Ja gut, also so weit, so gut auf jeden Fall. Das war eigentlich erstaunlich einfach hier rauszukriegen, ne? So, dann müssen wir jetzt hier eigentlich nur kurz die... Moment, achso, ja, schon. So, Grishkas, Benres, Rosanas, Drims, Quilias, Dashcat, Holztruhe, Fionstruhe. Das ist der komische Zwerg, der mich gerade genervt hat. Weit weg. Wir nehmen erstmal alles mit. Ne, Sprengstoff und Tagebuch irgendwas. So, das wird ja hoffentlich keiner merken, dass der Scheiß jetzt hier weg ist. Meine, das ist nicht seine Truhe. Das Problem ist, dass das Diebstahlsystem nicht perfekt ist, nicht wahr?
Judy, dann Tagebuch. Tagebuch von Fionn Goldmalm. Ein nahezu leeres Buch mit nur einer Handvoll von Tagebuchanträgen. Ich habe noch nie Tagebuch geschrieben. Dashkett sagt, es könnte mich beruhigen. Wahre Wunder wirken. Vielleicht entsteht Distanz einfach von alleine, wenn die Kleinen groß werden. Aber dennoch ist es schwer. Mein Junge hat das Nest noch nie zuvor verlassen. Wollte es auch nie. Ich weiß, er ist älter als die meisten, die noch bei ihrer Mutter leben. Doch das war mir immer gleichgültig. Und ihm wohl ebenso. Aber verhält sich auch ganz anders, geheimniskrämerisch, unhöflich, schroff. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich hilft. Vielleicht lag Dashkent falsch. Mir geht es kein Deut besser. Können wir Dashkent nochmal fragen zu dem Thema? Sir. Oh, I apologies. Thought you were someone else. Fionn hat einen so. Ne, ich habe oben den Leichnam. Oh. Oh dear. A dwarf, you say? Fionn. One of Mamsell's girls from Charessa's Caress. Been gone for a 10-day. Smiled as wide as the wide, but twice as sunny. You don't suppose the murderer? Oh, goodness no. It's too horrible to imagine. Horrible hells. I better lay low. Lower than low. Under low. Er muss ganz schnell weg. Nee, warte, ich hab noch Fragen, Bursche. Gotta keep low. Er hat Angst vor dem Mörder. Warte mal, mit wem haben wir mit ihm noch nicht geredet? Ich hab da noch... Okay, gut, er möchte anscheinend nicht mit mir reden. Schade, ich hätte gerne noch Fragen gestellt zum Sohn. Ich hätte vielleicht nicht sofort von der Leiche erzählen sollen. Reden wir mit der Köchin. Vielleicht möchte ich noch antworten. Geht's ja eigentlich noch viel tiefer, ne? Theoretisch. Gute Frau Koch. There's that sweet mug. Ja, ich habe 24 Leiche gefunden. Murdered? Oh, dearie me. And to think, her remains were just a whisper away. Make sure Mamsell knows. Cross the way at the caress. Yeah, God, she'll be right unsettled. I'm staying put, mind. If a killer wanted me dead, I'd already be crammed under the boards. Also wir sollen auf jeden Fall Bescheid sagen in Chars Liebkosung, wo anscheinend wir alle Fäden zusammenlaufen. Weil dort, oh guck mal, das ist ein Blickpunkt. Weil dort scheint man das irgendwie zu wissen. Da hat irgendwie die gute Frau gearbeitet. Das Verlangen ist übrigens gewaltig, diese Typen einfach runterzustoßen, ne? So. Henry Haken. Roberto Sild, Kunsthändler. Oh, hat er vielleicht was mit unserem... You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Ja, Kunst, genau, super. Er hat Färbemittel Boreales Blau im Angebot. Ja, vielleicht. Hat sogar noch ein bisschen Gold. Gut, dass ein Kunsthändler mal ein bisschen Geld mit sich rumschleppt. Das ist echt ein Problem, dass die Vampire sich aufgelöst haben. Also, dass es A-Vampire waren und B, dass sie sich aufgelöst haben. From decadent drow to whip-cracking librarians, we cater to all tastes. See Mamsell Amira for a full list of company. Das ist... Ah, Schars Liebkosung. Okay, ich habe das gefunden, diesen Ort. Ein Fischhändler. Bürger. Federkopf, Hammerhand. Wie lang ist denn diese Brücke? Das ist ja schrecklich. Oh, ich werde hier nie fertig werden. Oh, das ist so viel zu euch hier. Will ich jetzt wirklich in Schars Liebkosung einreiten? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, wir gehen erstmal zum Zirkus, bevor ich hier noch irgendwas mache. Aha. Ja, komm, wir gehen erstmal zum Zirkus. Vielleicht muss ich nochmal an die Wachen vorbei. Das würde auch awkward werden. Nisfan, Solras. Ich suche immer noch nach Namen, die ich unten gesehen habe, weil ich halt irgendwie mich den Glauben hingebe, dass das Leute sein könnten, die eventuell tot sind. Oberschnüffler? Hilfsschnüffler. Achso, hier gab es auch einen Mordfall, nehme ich mal an. Oder können wir jetzt direkt eigentlich den Bericht. Nee, haben wir sie noch nicht. Montgomery? Stinks of cheese. Between his piggy toes. How dare you? What in the hell is all of this? A necessity, good sir. The Steelwatch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next. Uh-huh. Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is.
A circus! Can we go? Karlach scheint aufgeregt zu sein. Also er meinte, das ist eine Sicherheitsvorkehrung mit dem Ghoul und die Stahlwache, dumme Namenswahl, der Meinung ist, dass das Riving nicht existiert und deswegen gibt es da so leichte Beschützungsprobleme. Aber der Türk ist halt entschieden, selber zu beschützen. Und sie können alle rein, die müssen nur sich mit den nächsten Leuten unterhalten. Ich habe noch nie von einem extraplanierten Zirkus gehört. Warum beschimpft ein Ghoul die Leute? Ist das die richtige Erfindung? Denn die haben mir das Erlebnis nah. Ich frage erstmal den Ghoul. Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Meat! Fleisch! Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Also er meint, der Ghoul beschnüffelt die Leute, um zu sicherstellen, dass keine Mörder dabei sind. Wir haben literally Blut drauf. Na gut, ich möchte gerne hinzukommen. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Benji smells like piss and iron. No light. Hirnsaft riecht nach Piss und Eisen. Usually I'd allow you in, but in these times I can take no chances. Move along. No circus for you. Da möchte ich mich hier einlassen. Ich bin wieder vor euch eine Person, die einen Zirkus nervös schwörst. Überzeugen, täuschen. Ich bin mit Fürst befreundet. Warum mal scheiß Fürst Gortasch? Jetzt zerbreche ich euch. Was hat er im Angebot eigentlich? Nix, aber versuch das mal mit überzeugen. Oh, 15 ist tatsächlich ganz schön viel gefragt. Ach komm, wir machen mal einen Zauberslot drauf. An den können wir keine göttliche Fugen benutzen. Nee, dann doch nicht. Dann machen wir das. Was soll schon schief gehen? Lol. Okay, wir sind sehr überzeugend. Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. Lavendel und Thymian, weil ich mich durchgerollt. Dazu, also ein, also ich guck nebenbei ein Baldur's Gate Let's Play. Let's Play, das ist eigentlich nur eine Stream-Aufnahme. Und die Person hat es geschafft, sich in die Krippe mit Überzeugen reinzumachen. Und zwar kannst du anscheinend irgendwie behaupten, du wärst Abgesandter von Blackett selbst und dafür musst du einen 31er Charisma-Check bestehen. Und er hat eine 20 gewürfelt und ist damit durch die Tür gekommen. Und die pure Freude, die dieser Mensch hat, als er durch diese Tür kommt, ist schon geil. Das ist dann halt auch tatsächlich klappt, weil es ist ja eine 20, ne? Weil der hat glaube ich, minus 1 Charisma auf seinen Char. Also es wäre nicht möglich gewesen. Was, glaube ich, eine 21, nicht eine 31, aber trotzdem. Naja, good time. So, gute Zeiten haben wir bestimmt auch, wenn wir beim nächsten Mal in den Zirkus gehen, den Extraplanaren. Aber das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ciao.